Hallo, wenn dich das Thema 3D-Druck interessiert und vor allen Dingen die Lüge da dahinter, dann bleib dran. Gespeiste Gereiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. Take 2, scheiße, jetzt muss ich alles nochmal labern. Und zwar, hallo erstmal, Männer. Ich habe mich irgendwann mal gefragt, wann der 3D-Druck erfunden wurde und bin da wieder auf Ungereimtheiten gestoßen. Und die will ich euch mal zeigen. Ich habe jetzt einfach mal hier in DuckDuckGo 3D-Drucker auf Hinter eingegeben. Und ja, man kommt dann auf diesen Charles W. Hulk, Chuck Hulk. Ach, hier ist der Chuck, hier ist der Charles. Chuck Hulk, okay, egal. Auf jeden Fall dieser Herr Hull, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Und ja, da weiß ich aber schon, ich hatte damals, leider finde ich das nicht mehr, ich hatte einen Bericht gesehen, oder gelesen, besser gesagt, dass er in der DDR schon den 3D-Drucker erfunden hatte. Leider finde ich das nicht mehr, aber ich habe was viel Besseres. Müsst ihr aber dranbleiben, es lohnt sich wirklich. Wenn man jetzt halt hier guckt, ne, oder man guckt dann mal in Wikipedia, dann ist eben hier dieser Hull, ja, schreiben halt alle von da ab. Ist halt immer dasselbe, alle schreiben ab, keiner hat Ahnung, labern irgendwelche Scheiße, keiner hat Informationen, bla bla bla. Die Wikipedia hier, die sammeln wieder Milliarden, damit sie Leute verarschen können, weiterhin, weil ja ein Sofa, den man mietet, der kostet Milliarden, ne. Ja, die Propaganda kosten wir ja. So, und ne, ich hätte dann hier noch mal in der DDR, ich habe es aber nicht gefunden. Ne? Egal. Wenn man jetzt mal ein bisschen weiter sucht und liest, habe ich da schon eins gefunden, das habe ich mir hier markiert, habe ich das schon offen. Hier steht dann, hier muss ich zugeben, dass ich lange Zeit Chuck Hull, keine Ahnung, als den Erfinder des D-Drucks beschrieben habe. Ne? Gehen wir auf die Seite hier. Und, ja, er hat jetzt hier, keine Ahnung, ob er da vorher schon mal einen Artikel, wahrscheinlich hat er vorher schon einen Artikel darüber gemacht oder was. 19. Jahrhundert, 1859 ist hier von, was schreibt er hier, ein 3D-Scanner, glaube ich, warte mal. Na egal, auf jeden Fall. Ein 3D-Scanner hat er dann rausgehauen und er meinte halt ja, dass man damals schon damit eben Objekte viel einfacher dann nachmachen konnte, auch die Größe verändern konnte etc., was man eben heute auch machen kann. Wachsplatten anschneiden, vor man es wirklich macht, steht diese anschließend übereinander geklebt und so wurde heute über eine Schichtweiche eine 3D-Landkarte erzeugt. 1892, ein Österreicher. 1892, die quatschen irgendwas von 84, musst du dir mal überlegen. Ne? Das ist natürlich jetzt mit Platten so draufgelegt, aber ich sage jetzt mal da noch den Schritt weiter. Gut, da gab es noch keinen Computer, wäre vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, aber hier sieht man es, er hat halt die Schichten aufgelegt, ist fast schon das, wo wir sagen, das ist der 3D-Drucker. Ich habe aber wie gesagt noch was Besseres. Und das war, also das ist so ähnlich, ne, etc. Ich hab aber einen richtigen gefunden. Also stimmt auch nicht ganz. Er hat aber hier schon ein paar schöne Sachen gefunden. Das habe ich selber noch nicht gekannt, dass die 3D-Scan hier seit 1859 schon möglich ist. Ne? Was interessant ist, am Ende schreibt er noch, verkanntes, hier haben wir wieder das allsehende Auge, ne? Verkanntes Potenzial führt zu Fehlentscheidungen. Nee, Jungs, das war genau die richtige Entscheidung. Ihre Erfindung fand aber nicht die Unterstützung, die sie sich erhofften. Hm. Ja, weil die Industrie ist ja nicht blöde. Die benutzen das Zeug ja schon viel, wesentlich länger, verkaufen euch das Zeug übelst teuer. Wenn ihr meine Folge hier E-Auto, also mein Clio, wenn er da dabei seid, kann ich euch jedem nur ans Herz legen, da wäre er nicht dümmer, wenn er das anguckt, da haue ich viele Infos raus. Da drucke ich ja den Adapter mir selber, den nicht Adapter, den Wasserverteiler. Da hat einer mir einen Link geschrieben, liebe Grüße an der Stelle, vielen Dank. Da kostet ein so ein Ding 20 Euro, wenn man es herstellen lassen würde bei einer Firma. Ich habe mir die 2 für 4 Euro gedruckt. Ne? Jetzt überlegt doch selber mal, Kapitalismus. Versteht ihr das, wisst ihr? Ne? So, was ich euch aber zeigen wollte, dass jetzt kommen wir schon zum Ende des Videos und doch zu dem wichtigen Teil. Und da werdet ihr schön lachen hier. Ne? Also erstmal hier noch Props raus an Freedom 3D-Druck. Super, dass du mal ein bisschen deinen Geist weiter ein bisschen versucht hast, die Wahrheit aufzudecken. Die werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber die Lügen können wir aufdecken. Das ist ja easy peasy. Und jetzt kommt das Video. Ich mache das mal auf Vollbild. Geht das? Nee.
Geht nicht, ich kann die Cam nur ausmachen, glaube ich. Genau, machen wir es so. Was sagt er denn dazu, Jungs? Oh, gab's es nicht nur 30 schon? Oh, das ist aber schade. Das ist aber scheiße. Ne? Die Dreckspropaganda. Ja, Wikilügia, die Schweine. Da wird nichts reingeschrieben davon. Wird komplett außer Acht gelassen. Ne? Naja, ihr habt das jetzt mal gesehen. Ob jetzt die Angabe von 1930 stimmt, das weiß ich nicht. Aber naja, ich denke mal nicht, weil das ist sowieso alles, das meiste ist dann von den Ägyptern geklaut, weißt du? Wahrscheinlich ist 3D-Drucken hoch und das wird eben uns vorenthalten, damit eben konnten sie uns noch 100 Jahre, fast 100 Jahre, naja, 8 Jahre noch, dass sie uns 100 Jahre verarschen. Bin mal gespannt, ob das Video gelöscht wird oder nicht. Ja, ihr habt es gesehen, vielleicht, wenn nicht, dann, ja, keine Ahnung. Also ich finde es einfach nur der Hammer. Ne? Und natürlich, Wikipedia, wusste das natürlich nicht. Ich wette mit euch, ja, dieses ist ja alles eine Lüge, dass man das bearbeiten kann. Das stimmt alles gar nicht. Das sind ein paar Leute, die das machen hier. Die kassieren hier Millionen ein und erzählen, hauen euch nur die Taschen voll, haben keine Ahnung von nichten. Ja, was sagt ihr dazu? 3D-Drucker erfunden, Wikipedia, was sagt 1980? Oder ist es doch schon ein bisschen eher basiert. Ne? In diesem Sinne, lasst ein Like da, Abo nicht vergessen. Tschüssi!